Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir sind im Bereich Terme und wir schauen uns das Faktorisieren an. Terme faktorisieren kann man auch als Terme ausklammern bezeichnen. Und darum geht es. Ein Beispiel. 2a plus 2b. Ich habe also hier 2a's und hier 2b's. Und die haben natürlich nichts miteinander zu tun, genauso wie Äpfel und Birnen. Aber was haben die beiden A's und die beiden B's gemeinsam? Beides sind 2. Und alles, was die gemeinsam haben, das kann ich ausklammern. Und in die Klammer schreibe ich jetzt das, was sie nicht gemeinsam haben. Nämlich das A plus das B. Und dann bin ich mit dem Faktorisieren nämlich fertig. Der Faktor ist jetzt 2 und ich kann jetzt 2 mal a plus 2 mal b rechnen. Und das ist dann die Auflösung dieser Klammer. Ein zweites Beispiel. 4x plus 4y. Man kann also sofort erkennen, hier das x und das y, die unterscheiden sich zwar, aber die 4, das ist die Gemeinsamkeit. Also kann ich die 4 ausklammern und dann das x plus das y in die Klammer setzen. So einfach ist das. Es geht allerdings noch ein bisschen schwieriger. 16x plus 4y. So, und jetzt muss ich ein bisschen das 1 mal 1 kennen und ein bisschen geteilt rechnen kennen. Ich muss nämlich jetzt erkennen, dass zwar x und y wieder verschieden sind, aber dass die 4 und die 16, dass die irgendwas gemeinsam haben. Und das ist in dem Fall die 4. Ich kann nämlich sagen, 4 mal 4x sind 16x. Und dann plus y sind 4y. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder auseinandernehmen würden, dann würden wir erkennen, dass 4 mal 4x 16x sind und 4 mal y sind 4y. Seht ihr das? Die 16 wandeln wir um in die Malaufgabe 4 mal 4. Und das ist eben auch Faktorisieren. Eine letzte Aufgabe. 6a plus 3b plus 12c. Also als erstes sehe ich wieder, was sie alles nicht gemeinsam haben. Die a's, die b's, ich nehme jetzt mal blau, das c. Was sie aber sehr wohl gemeinsam haben, alle gehören zur Dreierreihe. Und deswegen kann ich die 3 ausklammern. Und jetzt geht's los. 3 geteilt durch 6, a sind 2a. Das kann ich sofort überprüfen. 3 mal 2a sind 6a. Klappt. So, 3b. Die 3 habe ich schon, also muss ich nur noch das b hinschreiben. Und das letzte, 12c. Ich rechne also 12 geteilt durch 3. Das sind 4, den Buchstaben übernehme ich, Klammer zu. Das kann ich nochmal überprüfen. 3 mal 4c sind 12c. Und jetzt seht ihr die Farben. Hier haben wir es die a's verarbeitet, hier die b's und hier in diesem Fall die c's. So, und das war alles, was ich euch zum Faktorisieren erklären muss. Das ist nämlich gar nicht schwer. Okay, das war's.